Ich habe Heimweh nach deiner Liebe. Ich habe Heimweh nach deiner Liebe, die mich erreicht auf den entferntesten Planeten. Trennen uns auch Lichtjahre, so ist doch das Gefühl der innigen Verbundenheit stets vorhanden und immer wach. Du bist mehr als meine Mutter, meine Schwester oder meine Freundin. Teil meines Lebens, meiner Liebe, die ich nur mit den Welten teile, zu denen ich gereist, um ihre Liebe zu nähren. Immerfort, nie an einem Ort, nie zu Hause. Und doch mit dir verbunden, liebste Mutter, aus deinem Sternengeschlecht geboren, habe ich gewählt, was mein Schicksal ist und was meine Berufung. Erfahren von dem einen Gott, der in uns ist, in dir, lieben Mutter, zu sein, um den Menschen zu bringen, was immer ihnen gehört hat und fortan nun wieder gehören soll. Es ist das Gefühl der Verbundenheit mit den Meeren des Seins in der glücklichen Verknüpfung, den Reichtum der Seele in ihrer ganzen Anmut und Güte zu spüren und sich der göttlichen Gegenwart immer gewahr zu sein. Ich habe Heimweh nach dir, lieben Mutter, und schwöre, dass der Tag unseres Wiedersehens in greifbare Nähe gerückt ist. Ich spüre deine Nähe und ich spüre das Gefühl von Geborgenheit, obwohl mich immer noch Trauer umgibt, da ich noch nicht bei dir sein kann. Traurig macht mich auch die Not der Menschen, die in ihrer Verblendung das göttliche Licht nicht von ihrem eigenen unterscheiden können, das ihr Ego verbreitet und Dunkelheit für jene schafft, die nicht mehr so jung, nicht mehr so stark, nicht mehr so gesund sind, um in ihrer Welt zu existieren. Traurig machen mich die lauten Stimmen, weil die leisen in ihr untergehen und damit wichtige Botschaften des Lichts. Traurig machen mich auch diejenigen, die meinen, um ihre Anerkennung kämpfen zu müssen und dabei übersehen, wie viel Leid sie denjenigen zufügen, die versuchen, in dieser Welt zu existieren, die einfach nur ihre Arbeit tun und die Rolle des Lebens einnehmen, die ihnen zufallen. Liebe Mutter, du hast mich gelehrt, nicht nur Anwalt der Armen, Kranken und Schwachen zu sein, gleichfalls Anwalt der Reichen, Starken und Mächtigen, damit Hilfe auch denen zuteil wird, die Liebe, Zufriedenheit, Glück und Geborgenheit oftmals vermissten. In den anderen Dimensionen wären die Reichen, Starken und Mächtigen, auch die Einsamen, Unglücklichen und zutiefst Traurigen, weil es dort keine Güter wie in der dritten Dimension zu verteilen gibt. Ich möchte dir danken für die Kraft, die ich durch meine Hände, meinen Körper, ja meinen gesamten Geist aussenden darf. Ich möchte dir danken für deine Unterstützung in diesen schweren Momenten, in denen mich Heimweh plagt und ich in deinem Schoße die Geborgenheit spüren möchte,
die Unterstützung, die immer präsent durch das Gefühl der Nähe ist. Hartmut Alt.